Guten Morgen und herzlich willkommen zu Transformation digital und nachhaltig, der Jahrestagung des Öko-Instituts zum Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Die Musik geht noch ein bisschen weiter. Schön, dass Sie alle da sind. Ich glaube, wir bekommen auch noch mehr Gäste, deswegen lassen wir die Tür da hinten ein bisschen offen. Ich bin Mandy Schossig, ich leite die Kommunikation am Öko-Institut und ich begleite Sie heute durch den Vormittag. In Vorbereitung auf die Tagung habe ich gestern nochmal Digitalisierung in eine große Suchmaschine eingegeben und nach allen auf mich zugeschnittenen Werbeanzeigen, dem Wikipedia-Eintrag, Zeit Online und so weiter Beiträgen, gab es dann als erstes die Seiten von Ministerien und Behörden zum Thema Digitalisierung, gute Suchmaschinenoptimierung würde ich sagen. Dann gab es ein paar Informationen von Branchenverbänden, die ihre Mitgliedsunternehmen fit machen für die Industrie 4.0 und die Transformation. Und erst so auf Seite 4 oder 5 kam dann die Nachhaltigkeit ins Spiel. Und zwar auf der Website des Deutschen Nachhaltigkeitspreises, die einen Sonderpreis Digitalisierung ausgelobt hatten. Immerhin. Nachhaltigkeit kommt häufig zu kurz, wenn es um die digitale Transformation geht. Das Thema Digitalisierung ist im Mainstream angekommen. Wenn es um Anforderungen an die Nachhaltigkeit geht, dann wird es immer so ein bisschen dünn. Und die tolle Konferenz Bits und Bäume hat da letztes Jahr einen richtig guten ersten großen Aufschlag gemacht zum Thema. Auf der Republika gab es dann ein eigenes Track und natürlich haben auch dieses Jahr weitere Akteure der WBGU und andere das Thema weitergetragen. Und deswegen freuen wir uns besonders als Öko-Institut, da heute zu 5 großen Themenfeldern weiter zu diskutieren und die Debatten mit Ihnen vor allem zu führen. Wir haben uns ein volles Programm überlegt. Wir wollen über unsere wissenschaftlichen Arbeiten sprechen, aber wir wollen vor allem einen Diskursraum eröffnen, also mit Ihnen sprechen und diskutieren, wie die Entwicklungen in der digitalen Welt gestaltet werden sollen, damit eben aus Nachhaltigkeitssicht ein positiver Beitrag entsteht. Zum Programm später mehr. Bitte begrüßen Sie jetzt erst einmal mit mir den ganz neuen Sprecher der Geschäftsführung des Öko-Instituts, Jan-Peter Schemme, für sein Grußwort an Sie. Ja, guten Morgen meinerseits. Wie Sie sehen, haben wir hier ganz viel Tech aufgebaut, damit man nicht sieht, dass ich ganz analoge Papiere dabei habe. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu dieser Tagung. Freue mich sehr, dass wir heute diesen Tag gemeinsam haben unter dem Header Transformation nachhaltig und digital. Und ich hatte im Vorhinein ständig immer diese Parallele gesehen zu einer anderen Entwicklung, die schon ein bisschen her ist. Und wenn man dann mal in die Zukunft guckt und überlegt, wir stellen uns mal unsere Ururenkelinnen vor, in 150 Jahren, wie die über heute reden werden, dann werden sie wahrscheinlich vom Zeitalter der Digitalisierung reden. Ganz so wie wir von vor 150 Jahren über das Zeitalter der Industrialisierung reden. Beide Epochen waren und sind, das ist, glaube ich, hier sowieso klar, Epochen von großen Umwälzungen, von Wirtschaftssystemen, von gesellschaftlichen Umwandlungen und wie wir heute im Rückblick zur Industrialisierung wissen, natürlich auch ganz klar war das eine Transformation, die ganz wesentliche ökologische Auswirkungen hatte bis zu den Tagen heute. Dass wir heute in diesen Wochen so viel über Klima reden, über das Klimapaket, das Klimagesetz, das ist letztendlich nichts anderes als eine Folge der Industrialisierung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass damals sehr, sehr wenige, wenn überhaupt irgendwer, darüber nachgedacht haben, dass das eine Implikation sein könnte von diesen Umwälzungen, sondern es standen die gesellschaftlichen, die sozialen Belange und Sorgen im Vordergrund. Wenn wir heute die Diskussion zu Digitalisierung uns angucken, Mandy hatte das eben schon gesagt, dann ist es auch da wieder so, dass die Umweltaspekte sicherlich eher im Hintergrund stehen, in diesem Raum wahrscheinlich weniger, aber in den Medien und in der gesellschaftlichen Diskussion sehr wohl. Und gleichzeitig ist es, denke ich, offensichtlich, dass die Digitalisierung so eine umfassende Transformation unserer Art zu leben und zu wirtschaften bedeutet, dass klar ist, dass davon auch ganz wesentliche Umweltauswirkungen einhergehen, for better or worse. Wir bewegen uns dabei, auch wenn wenig darüber geredet wird in der Gesellschaft, aber nicht mehr in einem Raum von bloßen Annahmen. Gerade was jetzt die direkten Auswirkungen oder man könnte sagen die Auswirkungen der ersten Ebene angeht, haben wir nicht mehr nur spekulative Annahmen, sondern haben wir schon diverse Studien. Wir wissen, was IKT in Deutschland zum Beispiel, aber auch weltweit an Strom verbraucht. In Deutschland 2014 zum Beispiel 47,8 Terawattstunden und 8% des Stromverbrauchs. Das zeigt schon mal deutlich, was für eine Bedeutung die Digitalisierung mit sich bringt. Wir wissen, dass auch Software
einen ökologischen Fußabdruck hat. Je nachdem, welche Software ich nehme, sind die Auswirkungen für den Energiebedarf ganz unterschiedlich, obwohl es um die gleiche Funktionalität und die gleiche Hardware geht. Wir wissen, dass es eine zunehmend schnellere Obsoleszenz von Endgeräten geht. Sei es, weil die einfach nicht mehr schick sind, es ist cool, das neue iPhone zu haben. Ich stelle mich da 3 Tage vorher am besten schon an oder zumindest übernachte ich vor dem Laden, damit ich es als Erster kriege. Die Dinger sind in der neuen Variante viel leistungskräftiger, aber oft ist es auch einfach, die neue Software funktioniert auf den alten Endgeräten nicht mehr. Und so kreieren wir einen immer wachsenden und schneller wachsenden Berg von Elektroschrott, der nicht einfach nur Abfall ist oder Müll, sondern auch total schwierig zu entsorgender Müll. Diese Trends und Entwicklungen, da haben wir, glaube ich, einen ganz guten Überblick schon. Schwieriger wird es, wenn man sich neben diesen direkteren Effekten die indirekteren anguckt. Aber auch bei den direkten Effekten merken Sie schon an den Beispielen, die ich nannte, da kann man wahrscheinlich in Summe sagen, da überwiegen wahrscheinlich eher die zusätzlichen Belastungen. Zwar werden die Geräte alle effizienter, aber es gibt bis jetzt noch wenig Anzeichen, dass in Summe der Trend zu immer mehr Energie- und Ressourcenverbrauch durch IKT sinkt. Wenn wir uns die Effekte zweiter Ordnung angucken, also die indirekteren Umweltauswirkungen, dann gibt es zwar auch hier Risiken, ähnlich wie bei den direkten, aber es gibt auch eine Vielzahl von Chancen. Die liegen auch nicht nur im wirtschaftlichen und sozialen und gesellschaftlichen Bereich, die oft im Vordergrund stehen, sondern durchaus auch Chancen für eine ökologisch nachhaltige Entwicklung. Die Energiemobilitätswende ist hier, glaube ich, auch klar, ist ohne Digitalisierung schwer vorstellbar, wie sie funktionieren sollte. Stichworte sind Smart Meters, Grids, Sektorkopplung, Flexibilitätsplattformen oder kombinierte Mobilitäts-Apps für ÖPNV und Sharing-Angebote. Wie weiß ich, Jelbi jetzt seit jüngstem in Berlin. Aber auch wenn wir die Landwirtschaft nehmen, bietet Digitalisierung mit der Analyse von Metadaten Möglichkeiten zu punktgenauerer Düngung, was Überdüngung verhindern kann oder reduzieren kann, zu punktgenauerem Pestizideinsatz mit Drohneneinsätzen. Auch das sind Potenziale, die positiv sind. Gleichzeitig steckt aber auch da der Teufel im Detail. Deshalb kann man nur von Chancen reden und noch nicht von haben. Wenn man sich das anguckt, Flexibilitätsplattformen, je nachdem, wie die gestaltet sind, auf welcher Technologie sie basieren oder welche Erwartungshaltungen sie kreieren, hinsichtlich Netzausbau zum Beispiel, können durchaus auch negative Effekte haben. Bei der Landwirtschaft ist sehr offensichtlich, die Beispiele, die ich nannte, aber auch andere, dass da mit durchaus auch Risiken jenseits der Umweltperspektive zu rechnen ist. Bei den sozialen Fragen die Frage, wie abhängig oder unabhängig Bauern von größeren Datensammlern und zur Verfügung stellenden sind von Monopolen und das sind Bereiche, die jetzt nicht direkt in der Umweltdimension angesiedelt sind, aber für eine nachhaltige Entwicklung natürlich trotzdem kritisch zu betrachten sind. Auch auf der Ebene der indirekten Auswirkungen dieser zweiten Ordnungsebene haben wir natürlich auch Risiken und negative Effekte. Die Rebound-Effekte, sagt Ihnen allen was, wenn man ans Beispiel denkt, ich kaufe keinen Fernseher mehr, brauche ich nicht, mache über den Computer und streame, ich kaufe keine CDs mehr, ich streame auch, aber streamen von Videos und von Musik kostet halt ziemlich viel Energie, auch die wohl irgendwo herkommen. Wenn ich an die Rohstoffgewinnung denke und die Entsorgung, wir hatten schon über Elektroschrott gesprochen, dann fallen zudem die Vor- und Nachteile von Digitalisierung durchaus auseinander. Das ist jetzt vielleicht nicht primär eine Umweltfrage, aber auch da sind wir wieder bei der Gerechtigkeitsdimension von nachhaltiger Entwicklung. Viel von den Rohstoffgewinnungen und der Entsorgung findet in Ländern statt, die vielleicht nicht primär von der Digitalisierung profitieren. Was netto am Ende bei der Digitalisierung für die Umwelt hinten rauskommt, das ist sicherlich im Moment noch sehr schwer zu beantworten. Da fehlen auch systematische, umfassende und belastbare Erkenntnisse, die versuchen, da eine Gesamtbilanz zu ziehen. Und es hängt auch damit zusammen, dass viel der bisher vorliegenden Arbeiten auf diese direkten Umweltbelastungen und die Möglichkeiten, bei Endgeräten Effizienzsteigerungen hervorzurufen, fokussieren. Neben den direkten und indirekten Erst- und Zweiterordnungsebene Auswirkungen gibt es aber auch noch eine dritte Ebene und die ist natürlich schwieriger zu modellieren und schwieriger vorherzusehen. Und das sind die Fragen, wie Digitalisierung auf unsere Art zu leben und zu arbeiten sich auswirkt. Das hatte ich am Anfang gesagt, das wird fundamental sein. Das abzuschätzen ist natürlich komplexer. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, wie schnell sich Technologie und technologische Innovation vor allen Dingen fortentwickelt. Sie alle kennen sicherlich diese Slides, wie lange hat es gebraucht, bis man das Rad erfunden hat und dann geht es so weiter und weiter, Flugzeug, Biotechnologie, IKT, die Zyklen werden immer kürzer, auch bis die Marktdurchdringung so weit ist, dass es tatsächlich zu Änderungen in der Wirtschaft und im Verhalten von Menschen kommt. Das alles vorherzusehen ist schwierig.
Wer hätte damals, als er seinen ersten Euro aus dem Bankautomaten gezogen hat, gedacht, dass 15 Jahre später man mit Kryptowährungen in mehreren tausend Shops was bezahlen kann, die nicht staatlich sind, diese Währungen? Wer hätte sich vorgestellt, dass eine Währung allein davon mit einem Stromverbrauch von Cambridge University geschätzt von 79 Terawattstunden in 2019 mehr Stromverbrauch hat als die Schweiz und fast so viel wie die Philippinen? Wenn wir in die Zukunft gucken bei selbstfahrenden Autos, was wird denn das nun bringen? Werden wir dadurch eine effizientere Nutzung von PKWs haben, weil wir die teilen und weil die effizient unterwegs sind, ständig im Einsatz und nicht ständig geparkt sind? Und werden wir weniger Autos auf den Straßen haben? Oder machen die den Privatbesitz von Autos sogar attraktiver, weil ich halt mein privates rollendes Wohnzimmer habe? Da kann ich auch mal von weit weg pendeln zur Arbeit. Ich kann ja frühstücken, Fernsehen gucken, arbeiten, alles gleichzeitig im Auto. Und IKEA bietet mir dann vielleicht sogar noch spannende Innenarchitektur dafür. Das mache ich dann lieber im Privaten als in irgendwas vollgemüllten, weil der andere nicht aufgeräumt hat, der es vorher benutzt hat, unpersönlichen und geteilten. Also auch da die Frage, in welche Richtung das geht. Und das kann man weiterdenken bis hin zu der Frage, wird der Urbanisierungstrend, zumindest in den Gesellschaften, die selbstfahrende Autos vielleicht dann in großer Anzahl vorliegen haben, wird der weiter fortgesetzt oder führen steigende Mieten die Möglichkeit, über Digitalisierung Homeoffice zu machen, in Kombination mit selbstfahrenden Autos vielleicht dazu, dass ich sage, da bin ich lieber auf dem Land, fernab von städtischen Problemen und genieße das günstigere Leben. Es wird, glaube ich, deutlich, dass die aggregierten Wirkungen, gerade wenn man diese dritte Ordnungsebene mit reinrechnen will, sehr schwierig zu modellieren sind. Das sollte aber für uns sicherlich nicht entmutigend sein, sondern eher ermutigend, weil auch da man sicherlich viel zurückgreifen kann auf einen Abgleich von Top-Down-Modellen auf der Makroebene und Bottom-Up-Modellen, um sicherzustellen, dass dieser Teufel, der oft im Detail steckt, dass man den nicht bei Makromodellierungen übersieht, um dann einen Beitrag zu leisten, ein besseres Bild zu haben, wo die Reise hingehen kann. Und vor allen Dingen, was man machen kann. Denn ein wichtiger letzter Grund, warum das so schwer ist, ist der, dass wir es noch in der Hand haben, zu gucken, in welche Richtung sich die Digitalisierung entwickelt und was für Auswirkungen für die Umwelt hintenbei rauskommen. Und das heißt, wir haben auch beim Thema Digitalisierung noch die Chance, mitzubestimmen, über was unsere Urenkelinnen, Ururenkelinnen reden müssen, ob sie über Umweltkonsequenzen aus dem Zeitalter der Digitalisierung streiten müssen oder ob sie Zeit für Schöneres im Leben haben. Mit der Jahrestagung, die wir heute hier haben, vom Öko-Institut, haben wir damit, denke ich, wieder ein sehr bedeutendes Thema auf der Agenda. Das ist viel zu umfassend für einen Tag, das reicht auch nicht für zwei Tage, auch eine Woche wäre nicht passend, insofern können wir es auch bei dem eintägigen Jahresformat lassen. Wir wollen an diesem Tag Schlaglichter auf diese Herausforderungen werfen und gemeinsam mit Ihnen und euch einen Beitrag dazu leisten, dass diese Diskussion faktenbasiert und wertorientiert für eine nachhaltige Ausgestaltung der Digitalisierung weitergeführt wird. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind. Ich möchte auch jetzt schon allen Inputgeberinnen und Gebern danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit dabei zu sein, uns mit Ihren Perspektiven eine Bereicherung zu bieten, und freue mich jetzt auf spannende Diskussionen. Vielen Dank.